So, hallo und herzlich willkommen. Kellerhut sitzt noch nicht richtig. Naja, muss ich halt damit leben. Es ist zurzeit gerade wieder akut in den Medien. Viele Leute fragen sich, muss man denn Füchse noch bejagen oder nicht? Anfang des Jahres, ist schon also ein kleines bisschen her, hat zum Beispiel Nordrhein-Westfalen sein bis dahin, na sagen wir mal, eher grünes Waldgesetz dahingehend reformiert, dass jetzt wieder auf alles Jagd gemacht werden darf, was in irgendeiner Form eventuell jagbar interessant sein könnte. So klingt es erstmal. Eigentlich ist es in der Praxis schon noch ein Unterschied. Grundsätzlich ist es sowieso, kann man schon sich streiten, warum man das jetzt unbedingt reformieren musste, warum da jetzt wieder 7000 jagbare Arten ins Jagdgesetz rein mussten, die gar nicht jagbar sind, weil sie jeweils bedroht sind und demzufolge keine Jagdzeit bekommen haben. Aber das ist halt der springende Punkt, dieser Unterschied, ja? Du kannst schon einen Haufen seltene Tierarten im Jagdgesetz drinstehen haben, solange die ganzjährig geschont sind, ist der Fachbegriff, dürfen die trotzdem nicht bejagt werden. Aber, und so argumentieren dann die Jäger, weshalb die trotzdem drinstehen müssen, der Jäger ist verpflichtet, dann eben diese Tiere zu hegen und in diesem Fall, wenn sie halt nicht bejagt werden dürfen, heißt das, dass er denen dann zum Beispiel auch einen Teich anlegt, ja, wenn es jetzt Tiere sind, die halt gegebenenfalls einen Teich bräuchten oder sowas in der Richtung. Ja. Also in diese Richtung geht das Ganze. Das muss ich mir nochmal genauer angucken, das werde ich auch tun. Notwendig war das sicherlich nicht, die jetzt da wieder reinzuschreiben. Das wird ja auch beim Wolf viel diskutiert, ob der jetzt nun ins Jagdgerecht aufgenommen werden soll oder nicht. Das heißt, dann würde er drinstehen, kriegt aber ganzjährig geschont als Zusatz. Und es ändert sich an der Situation erstmal nichts, außer dass die Jäger verpflichtet wären zu gucken, dass der Bestand des Wolfs eben nicht gefährdet ist. Beziehungsweise in den Gegenden, wo der Bestand des Wolfs tatsächlich dann schon wieder so hoch ist, dass er nicht mehr gefährdet ist, kann man dann drüber nachdenken, das müsste dann aber auch eben entsprechend beschlossen werden, ob man ihn dann wieder bejagt. Das Problem ist nur, wer beschließt das dann? Ja, dann die Jäger. Ja? Dann hat der Naturschutz da nicht mehr allzu viel mitzureden und auch sonstige Leute nicht mehr allzu viel mitzureden. Und so gesehen ist das natürlich für die Jagd ein Vorteil, weil sie dann alles schön innerhalb ihrer eigenen kleinen Welt entsprechend regeln können und da sich nicht allzu viel reinreden lassen müssen. Und das mögen die natürlich. Ne? So, das kann man jetzt böse finden. Oder nachvollziehbar, oder beides, oder es kann einem egal sein. Weil, wie gesagt, im Endeffekt für die Praxis bedeutet im Jagdrecht drinstehen erstmal bloß, naja, gut, wenn es dann mal wieder richtig viele sind, sind sie leichter wieder zu bejagen. Ja, also es ist leichter, die Jagd wieder einsetzen zu lassen. Bei den allermeisten Arten, die theoretisch drinstehen, wie zum Beispiel das Auerwild, ne, in manchen Bundesländern geführt wird, ist das völlig für den Eimer, weil niemals die Auerwildpopulation niemals mehr den Stand erreichen wird, dass sie bejagt werden könnte. Ja, das wird nicht mehr passieren. Da bin ich mir absolut sicher. Und dementsprechend ist das eigentlich Mumpitz, ne? Und dass die Jäger jetzt nennenswert was für den Erhalt des Auerhahns tun, des Auerwilds tun, das halte ich jetzt auch für ein Gerücht, ne? Zumal die grundsätzlich sowieso fast nur in Schutzgebieten in größerer Population vorkommen, beziehungsweise die kommen wohl in größerer Population vor und man macht ganz schnell ein Schutzgebiet draus. Und das bedeutet, dass in diesen Schutzgebieten dann ohnehin die Jagd als solche eingeschränkt bis verboten oder irgendwie sonst wie reguliert wird, dass dann also der reguläre Jäger, für den das reguläre Waldjagdgesetz gelten würde, hat dann da so ein Hinnix mehr zu melden. Das ist also so alles so ein bisschen, muss man sich genauer angucken. Gut, soviel zum einführenden Blabla. Worum soll es jetzt heute speziell gehen? Um die Notwendigkeit der Jagd auf den Fuchs. Denn der Fuchs, der ist nicht ganzjährig geschont, der ist genau genommen ganzjährig offen. Es gibt lediglich eine allgemeine
begrenzende rechtliche Regelungen, die die Jagd auf Füchse teilweise unterbindet, nämlich dann, dass grundsätzlich kein Tier, egal welches, geschossen werden darf, wenn es führend ist. Also heißt, wenn es sich gerade mit der Aufzucht von Jungtieren beschäftigt, weil es wäre ethisch nicht vertretbar, den Jungtieren, die hilflos und schutzlos sind, die Eltern wegzuschießen oder ein Elternteil, oder je nach Art ist es ja nur das eine Elternteil, das die aufzieht. Denn dann würden die qualvoll langsam zugrunde gehen, wenn sie nicht irgendwer anders futtert, ne? Irgendein anderes Tier. So, und das gilt als unethisch und das ist nicht weitgerecht und deswegen darf man das nicht machen. Aber, das ist ganz interessant, wo ist jetzt die Ausnahme bei dieser Regel? Naja, wenn du halt sicherstellen kannst, dass die entsprechenden Alttiere, die du wegschießt, keine Jungen zu versorgen haben, dann kannst du sie auch wegschießen. Und wie macht man das? Na, indem man die Jungen vorher wegschießt. Dann geht das. Ja? Das wird auch so bei Wildschweinen betrieben. Wenn du die Wildschweinpopulation rigoros reduzieren möchtest, was ja in vielen Regionen notwendig ist, absolut, ne? Ohne jeden Zweifel, da sind sich alle Beteiligten einig, dann musst du, ja nicht alle Beteiligten, Peter ist anderer Meinung, aber der Rest von den Beteiligten ist sich da einig, dann musst du quasi rechtlich gesehen, wenn dir eine Rotte Wildschwein über den Weg rennt, 3 erwachsene Tiere, 5, 6, 7 Frischlinge und du hast theoretisch ein Gewehr mit ausreichend Munition. Und theoretisch kannst du alle 6 bis 7 Frischlinge wegbügeln. In dem Moment darfst du die führende Bache auch wegbügeln, weil die ist dann ja nicht mehr führend. So, jetzt muss ich auch noch lachen, jetzt wird mir wieder Empathielosigkeit unterstellt. Aber das ist nun mal so, wenn man sich mit dem Thema Jagd viel auseinandersetzt, dann bekommt man da hin und wieder gerne mal eine etwas rauere Sprache. Ich finde das eigentlich angemessen, weil ich meine, es geht halt nicht um... Ja, man kann schon die Jagd als ganz edle Tätigkeit im Einklang mit der Natur auslegen, aber im Endeffekt ist es halt dann doch Tiere wegbügeln, ne? Beziehungsweise Tiere töten und verzehren. Darum geht's. Das ist so. Das kann man jetzt noch so edel ausleben, wie man möchte. Daran ändert sich grundsätzlich nichts und ich finde das wichtig, dass es in der Kommunikation dann auch so gehandelt wird. Dass die Jäger untereinander ihre entsprechende Fachsprache verwenden und das vielleicht dann anders formulieren, das ist ja vollkommen in Ordnung. Da gibt es auch nichts draus auszusetzen, aber ich glaube, wir, die wir das außerhalb der jagdlichen Gemeinschaft diskutieren, dürfen da schon ein bisschen freier in unserer Ausdruckswahl sein. Gut, macht jetzt Fuchsjagd Sinn? Jein. Ganz klares Jein. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, was verschiedene Positionen verschiedener größer Verbände, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, dazu so sagen. Ausschlaggebend war PETA, also die Tierschutzidioten. Entschuldigung, ich kann mit PETA überhaupt nichts anfangen. Die sind viel zu radikal und viel zu bescheuert in der Art und Weise, wie sie Forderungen stellen, viel zu emotionsgetrieben und viel zu ideologisch verblendet, um die ernst nehmen zu können. Tierschutz ist eine gute Sache. Punkt. Ja? Aber das kannst du auf eine sinnvolle Art und Weise betreiben und du kannst es bescheuert betreiben. Und PETA macht definitiv Letzteres. In vielen Fällen überhaupt nicht hilfreich. So, und jetzt haben sie ein Positionspapier gegen die Fuchsjagd rausgegeben und da 8 gute Gründe angeführt, wovon 3 darin bestehen, der Fuchs ist toll, ungefähr. Na, also sie haben jeweils einen anderen Grund, weshalb der Fuchs toll ist, angegeben, aber im Grunde läuft daraus hinaus, dass er toll ist, bla bla. Das heißt, wir haben noch 5 Argumente übrig, denen man einen gewissen Sachbezug unterstellen kann. Ja? Einen gewissen. So, und zwar kommt es angeblich, laut PETA, sagen wir jetzt einfach mal so, ne? Teilweise ist auch ein bisschen was dran, ja, also auch wenn ich PETA wirklich nicht mag, teilweise ist ein bisschen was dran, es ist nicht nur Blödsinn, ja, es soll zu unkontrollierter Fortpflanzung kommen bei Füchsen, die bejagt werden. So, wie soll das sein, wenn der Fuchs einzelgängerisch lebt, wenn er wegschießt, kann er sich nicht mehr unkontrolliert fortpflanzen. Richtig.
Wenn der Fuchs aber nicht einzelgängerisch lebt, und heutzutage ist es so, dass bei den hohen Fuchsdichten, bei den hohen Fuchspopulationen, die wir derzeit haben, die größten Fuchsbestände aller Zeiten haben wir derzeit, zumindest seit man das in irgendeiner Form nachweisen kann, wenn wir uns die Bestandesentwicklung und die Aufzeichnung der Jagdstrecke angucken, die bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht, dann können wir uns ziemlich sicher sein, dass daraus zumindest grob abgeleitet werden kann, dass wir die größten Fuchsbestände aller Zeiten inzwischen haben. Ja? Da findet auch jede Menge zu essen, auch der Fuchs profitiert vom Klimawandel, genau wie die Wildsau, von der Vermeisung der Landschaft, vom Müll, den wir so in die Landschaft schmeißen, von unseren Essensresten und allem, was er sich im urbanen Lebensraum so schnappen kann. Das heißt, die Verstädterung und die Vermenschlichung der Landschaft ist für den super anpassungsfähigen und unglaublich intelligenten Rotfuchs erstmal überhaupt kein Problem. Das heißt, wir sind keine Populationseinbrüche zu erwarten. Außerdem waren wir so freundlich und haben ihm die Tollwut weggenommen. Jetzt muss er daran nicht mehr elendig zugrunde gehen, und das führt ebenfalls zu einem massiven Anstieg der Population. Das kann man ganz klar in den Zahlen entsprechend nachlesen, dass sobald die Schluckimpfung gegen die Tollwut gewirkt hat, die Fuchspopulation massiv zugenommen hat. Zurück zu Peter. Unkontrollierte Fortpflanzung soll also dadurch entstehen, dass der Fuchs bejagt wird. Das ist eine gängige Theorie in der Wildtierforschung, muss man sagen. Wenn man eine Population von Wildtieren, die eine Sozialstruktur aufweisen, diese bejagt und undifferenziert vor allen Dingen bejagt und Leittiere wegschießt, dann kann das dazu führen, dass durch die fehlende Anleitung der alten Tiere eben entsprechend ein unkontrollierter Reproduktionstrieb ausgelöst wird. Ja? Weil bei in Rudel lebenden oder in Gruppe lebenden Tieren ist es oft so, dass sich nur ein oder zwei Paare in dieser Gruppe fortpflanzen. Das kann man auch beim Wolf beobachten, der ja in Familienverbänden lebt, wo sich nur das Elternrudel, das Elternpaar fortpflanzt und alle anderen quasi dem untergeordnet keine Fortpflanzung da geduldet wird, sozusagen. Ja? Das ist natürlich auch genetisch gesehen ganz praktisch, weil sonst müsste sich ja irgendwer mit seiner Schwester paaren, und das wäre nicht so gut, und deswegen läuft das dann so ab. Ne? Allerdings die auch interessant ist, dass eben durch diese entsprechende Nahrungsgrundlage, je nachdem wie viel Essen gerade da ist, mehr oder wenig Wölfe geboren werden. Das ist also bei den Wölfen ganz klar stark durch das Nahrungsangebot kontrolliert, und bei Wölfen könnte man demzufolge auch nicht zwingend sagen, dass ein Wegschießen von einem Elterntier automatisch zu einer Erhöhung der Population bzw. zu einem unkontrollierten Populationsanstieg führen würde, weil der Rüde beispielsweise, wenn man die Fähe wegschießt, dann würde der Rüde nicht auf die Idee kommen, jetzt mit seinen Töchtern Nachwuchs produzieren zu wollen, sondern müsste sich dann in irgendeiner Form eine andere Fähe suchen. Zumindest meistens so, ja, vorsichtig ausgedrückt. Gut, beim Fuchs soll das halt eben anders sein, weil das sind auch meistens Familienverbände, aber es kann auch sein, dass nicht verwandte Tiere da eben entsprechend vorkommen. Das heißt, auch ein Fuchs ist wahrscheinlich in der Lage zu registrieren, dass er sich nicht mit seinen eigenen Nachkommen fortpflanzt, aber da ja noch andere nicht verwandte Tiere gegebenenfalls in der gleichen Gruppe leben, wäre da ein unkontrolliertes Fortpflanzen und eine unkontrollierte Bildung mehrerer Paare beim Wegschießen der Alpha-Tiere potenziell zumindest mal möglich. Ja? Und beim Wildschwein ist es so, wenn du die Leitbarre wegschießt, dann gibt es tatsächlich unkontrollierte Fortpflanzungen in der ganzen Wildschweinrotte. Und das heißt, wäre also nichts Neues. Das hat man schon mehrfach beobachtet. Und dieser Effekt soll bei Füchsen angeblich auch nachgewiesen worden sein. Ich habe aber keine Studie dazu gefunden. Das muss jetzt nicht zwingend heißen, dass es keine gibt. Es könnte auch sein, dass ich einfach nicht lange genug gesucht habe. Aber Peter führt ja keine auf. Die haben ja keine Quellen mal wieder. Zumindest wenn sie sie haben, dann verstecken sie sie zu gut. Und demzufolge kann man jetzt dazu nicht wirklich sagen, dass das zwingend so sein muss. Was aber eine Rolle spielt, ist, dass bei unzureichender Bejagung einer hohen Wildtierpopulation diese Population dadurch in der Gesamtgröße nicht wirklich reduziert wird, weil man schießt die nur immer wieder zurück in die exponentielle Wachstumsphase. Eine Populationsentwicklung ist meistens so, dass die erst langsam ansteigt, dann kommt die exponentielle Phase und dann flacht sie irgendwann ab, und dann könnte es sein, dass durch natürliche Ursachen wie Krankheiten die Population wieder auf ein relativ niedriges Niveau zusammenbricht, bis dann wieder die exponentielle Phase der Ausbreitung beginnt. Wenn man jetzt den Fuchs, der sich hier oben irgendwo auf dem Plateau vielleicht befindet oder kurz davor, jetzt noch ein bisschen runter bejagt, dann bleibt er immer in der unteren exponentiellen Phase, wo die am steilsten ist. Das ist auch das Problem bei den Wildschweinpopulationen. Und so gesehen ist das nicht ganz falsch, dass die Bejagung der Füchse nicht zwingend zu einem Populationsrückgang führt.
Da müsste man schon verdammt viele Füchse für bejagen und das schafft man so in diesem Maß offensichtlich nicht. Das heißt, Peter schießt sich hier ein Eigentor. Wenn man den Fuchsbestand regulieren wollte, müsste man mehr bejagen, nicht gar nicht. Je nachdem. Ne? So, mein Akku ist schon wieder leer. Und die anderen Ersatzakkus sind oben. Mist, muss ich laufen. Anderes Argument, der Jäger hätte ja selbst zugegeben, das steht in irgendeinem Papier vom Jagdverband, vom Deutschen, dass irgendwie die Fuchsbejagung zur Hege des Niederwildes erforderlich ist. Und Hege des Niederwildes bedeutet, es soll mehr Niederwild geben, damit man mehr davon schießen kann. Das ist nicht ganz falsch. Das ist sicherlich so, dass ich ein Teil der Jägerschaft, ein Teil, gefallen lassen muss, dass sie Fuchs nicht mögen, weil der ihnen andere Beutetiere, die besser schmecken als ein Fuchs, gegebenenfalls zumindest gefühlt streitig macht. Ja, und daher als Raubzeug ein gewisses, man könnte jetzt auch den bösen Begriff Schadwild rausholen, ein gewisses Schadwildpotenzial entsprechend vorhanden ist. Ja, das ist mit Sicherheit teilweise so, da haben sie auf jeden Fall recht. Ja, ob der Fuchs jetzt aus Spaß an der Jagd gejagt wird, das ist mit Sicherheit auch zum Teil so. Fuchsjagd ist ja super spannend, gerade insbesondere diese furchtbaren Fuchsjagden in England, wo sie mit einem Pferd hinterher eine Hetzjagd auf einen einzelnen Fuchs machen und sowas. Das ist einfach nur furchtbar und das hat auch mit Deutschland nichts zu tun, das dürfte man hier bei uns sowieso nicht. Ja, es gibt Spaß an der Jagd, es gibt, wenn man so möchte, auch eine gewisse Freude am Töten. Das gibt es allerdings in allen Kulturen, die in irgendeiner Form Jäger hervorgebracht haben. Ich halte es einfach für notwendig, dass man, beziehungsweise das ist ein alter Funktionsmechanismus der Evolution, dass uns bei Jagderfolg, die wir nun mal ein Volk sind, das nun mal Jagd auch betreibt und das ganz natürlich und biologisch schon immer gemacht hat, dass uns dann auch ein gewisses Erfolgserlebnis gegeben ist, wenn wir es schaffen, dann auch Beute zu erlegen, halte ich für rein biologisch absolut notwendig und ganz natürlich. Und ja, natürlich kann man jetzt in der modernen Welt versuchen, da drüber zu stehen und das dann als abartig betrachten. Das kann man schon machen, aber ob das jetzt uns wirklich weiterhilft, weiß ich nicht wirklich. Ach ja, dann nächster Punkt. Die Jäger schießen ja nur Füchse, weil sie angeblich das deswegen tun, das Scheinargument der Prävention vor Fuchsbandwurm eben dann bringen als Argument. Interessanterweise, vielleicht steht es in dem Nebensatz, aber ich hatte die Position zur Fuchsbejagung vom Deutschen Jagdverband gerade eben erst durchgelesen und ich kann mich nicht erinnern, dass da eines der Hauptargumente gewesen wäre, dass sie irgendwie Prävention von Fuchsbandwurm betreiben wollen und deswegen Füchse bejagen. Gibt es eine Prävention von Fuchsbandwurm dadurch, dass der Fuchs bejagt wird? Ein bisschen schon, ja. Also das spielt nicht keine Rolle. Ist das notwendig? Sicher nicht. Aber ist ein positiver Nebennutzen. Ja, also wenn wir schon Fuchs bejagen, dann ist es tatsächlich ein positiver Nebeneffekt, dass damit eine gewisse Prävention gegen Fuchsbandwurm einhergeht. Ist das notwendig, Füchse zu bejagen, um gegen den Fuchsbandwurm vorzugehen? Nö. Also so gesehen hat Peter schon irgendwo auch wieder recht, dass es kein gutes Argument wäre, mit Fuchsbandwurm oder Räude Prävention zu argumentieren, weshalb man Füchse bejagen muss. Aber das tut meines Wissens, also ich habe das noch nicht mitbekommen, dass das jetzt der große Grund ist. Aber gut, würde es passieren, würde man das tun, vielleicht tun es ja doch einige Jäger, dann wäre es auf jeden Fall ein schlechtes Argument, da haben sie recht. So, dann kommen insgesamt drei Argumente à la Füchse toll, bla bla, also irgendwelches Emotionales, der Fuchs ist so ein tolles Tier, den darf man ihn nicht totschießen. Nächstes Argument, die Jagd auf Füchse ist oft sehr grausam, weil sie mit Fallenjagd erfolgt. Das Argument ist schon uralt. Das steht sogar noch hier in meiner entsprechend wissenschaftlichen Literatur, ohne irgendwelche politische Agenda. Nein, es geht da nicht um den Iltis, sondern um die Säugetiere Baden-Württembergs. Eins meiner Standard-Nachschlagewerke, das sich hier langsam auflöst. Ist nicht mehr das jüngste, dieses Buch. Meins meiner Standardnachschlagewerke, wenn es halt eben um Tierverhalten und Tierbiologie und Ähnliches geht. Das ist eine hervorragende Buchreihe. Die kriegt man heutzutage nicht mehr, außer für ganz viel Geld. Letzte Exemplare, die noch irgendwie gebraucht, verkauft werden, leider nicht mehr gedruckt worden. Wäre eigentlich an der Zeit, das mal nachzudrucken.
Und ich muss es hier jetzt mal wieder festkleben. Es fliegt nämlich langsam auseinander, wie ich feststelle. Naja, nichtsdestotrotz. Eine hervorragende Quelle, wenn man wirklich wissenschaftliche Informationen zu den entsprechenden Viechern haben möchte und das in aller Ausführlichkeit. Und leider mit dem Haken, dass das Ganze 2002, glaube ich, erschienen ist und sich quasi die Informationen, die drin sind, damit nur bis 1999, im besten Fall bis ins Jahr 2000 erstrecken und seitdem steht es da nicht drin, ne? Weil neuer. Das ist dahingehend nicht schlimm, weil man in den meisten Fällen die Verhaltensbiologie von den meisten unseren einheimischen Wildtieren bereits im Jahr 2000 sehr, sehr gut erforscht gewesen ist. Da ist nicht so allzu viel Neues dazugekommen, beziehungsweise was Neues dazugekommen ist, kann man dann relativ problemlos aus anderen Quellen und sogar wissenschaftlichen Veröffentlichungen, also sogenannten Papers, dann nochmal nachlesen. So mache ich das jedenfalls immer, wenn ich irgendwelche Tiervideos mache. So, Füchse toll, haben wir gesagt, grausame Jagd, genau, grausame Jagd war das Ding und zwar, weil hier in diesem Buch nämlich das Thema auch schon aufgenommen wurde, also im Jahre 1999 hat es offensichtlich auch schon eine Rolle gespielt und es ist irgendwie paradox, dass man die Fallenjagd so sehr verurteilt aus Naturschutz. Peter-Kreisen, Tierschutzkreisen würde ich es jetzt eher nennen, Tierschutz ist nicht zwingend immer Naturschutz, jedenfalls diese Fallenjagd, die da ach so furchtbar grausam ist, die findet kaum noch statt. Wenn überhaupt Fallenjagd betrieben wird, dann wirklich mehr oder weniger nur auf Fuchs und anderes Kleinraubzeug, heißt Marder und sowas in der Richtung und wirklich nur in geringem Umfang, vergleichsweise gemessen an den Stückzahlen, die da überhaupt irgendwie entsprechend gejagt werden. Und es gibt massive Vorgaben, wie Fallenjagd auszusehen hat. Ich halte es einfach für ein Gerücht, dass bei all diesen Vorgaben, welche Falle exakt verwendet werden darf und so weiter, allzu oft es vorkommt, dass die Tiere da irgendwie furchtbar in der Falle verenden. Und da halte ich es wirklich für Stimmungmache, wenn man dann so 2-3 Einzelfälle gefunden hat, wo das dann doch mal passiert ist. Das ist sicherlich hin und wieder mal vorgekommen. Und dann so tut, als wäre das jetzt grundsätzlich immer so. Ja, das sind ganz seltene Einzelfälle. Hin und wieder passiert's. Und wäre das jetzt dieses super selten, kann es mal vorkommen, dass bei der Fuchsbejagung ein Fuchs in einer Falle grausam verendet. Für wen das ein Argument ist, der darf das Argument ja gerne bringen. Das ist ja in Ordnung. Aber ich glaube, die Größenordnung, in der das passiert, reicht nicht aus, um das als Argument gegen ein generelles Verbot der Fuchsjagd anzuwenden. Dafür ist die Größenordnung einfach nicht groß genug. So, und dann haben sie noch einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt und der ist eigentlich der, worauf sich diese ganze Geschichte hier aufhängt, weil mal abgesehen davon, dass die Jagd zu höheren Reproduktionsraten führen soll, was man halt eben nicht beweisen kann, ist der andere Punkt, der wirklich hier ein gutes Argument ist, dass der Artenschutz vom Fuchs eben nicht bedroht wird, laut Peter. Und laut Deutschem Jagdverband wird er eben sehr wohl vom Fuchs bedroht. Und da müssten wir jetzt rausfinden, was stimmt denn nun? Und genau das haben wir jetzt vor. Also, das waren jedenfalls die Peter-Argumente. Spannend ist jetzt noch, jetzt gibt es ja nicht nur den Deutschen Jagdverein. Verband, Entschuldigung, sondern es gibt ja noch den anderen Jagdverband, den Ökologischen Jagdverband Deutschlands. Und die haben im Regelfall, nicht immer, aber meistens, zum Beispiel beim Wildschwein nicht unbedingt, aber bei den meisten Fällen haben sie doch eine etwas andere Position als der Deutsche Jagdverband. Ich habe das schon mehrfach erklärt, grob kann man unterscheiden. Die Forstwissenschaftler haben sich ursprünglich mal zusammengetan, um eben aus, also die Waldökologen, Waldwissenschaftler, Wildmanagement, Wildwissenschaftler und so weiter und so weiter, haben sich mal zusammengetan und eben diesen Ökologischen Jagdverband gegründet, der grundsätzlich erstmal das Ziel hatte, auch viele Förster sind da eben entsprechend Mitglied drin, die Wildbestände zu senken, weil man die These vertritt, dass man erst der Wald kommen sollte und dann das Wild, weil ohne Wald Wild auch wieder scheiße. Und deswegen eben Wald vor Wild statt Wild vor Wald. So ungefähr kann man das dann immer schön runterbrechen. Da kann man sich trefflich drüber streiten, was da jetzt nun Sinn macht oder nicht. Aber das sind so die Hintergründe dieses Ökologischen Jagdverbands. Und die haben dann teilweise relativ radikale Forderungen.
kann man sich jetzt sicher streiten, inwiefern das angemessen ist oder nicht, die in die Richtung gehen, dass man viel mehr Rehe niederbügeln müsste, einfach weil der Rehbestand viel zu hoch ist für den Wald und damit im Wald mehr Schaden anrichtet, als dass er nützt. Und das heißt, man müsste den massiv reduzieren, damit im Wald auch andere Baumarten als die Fichte wachsen können. So, das ist momentan auch gerade politisch gewollt. Seit gestern hat man sich auch relativ einig darin gezeigt, dass der Wildbestand massiv reduziert werden muss. Insbesondere der Schalenwildbestand, also diejenigen, die halt Bäume abknapsen, bei Frau Klöckners Waldgipfel, den sie da abgehalten hat. Das war zumindest den Medien so zu entnehmen, dass bei der Frage, ob der Wildbestand etwas reduziert werden müsste, relativ große Einigkeit da geherrscht hat. Ne? Also da sind sich übrigens auch bei den Kritikern der Forstwirtschaft, die Kritiker der Forstwirtschaft und die Forstwirtschaft und die Forstwissenschaft sind sich alle einig, dass der Wildbestand reduziert werden muss. Nur der Deutsche Jagdverband wäre dann quasi die Lobby, die der Meinung ist, dass der Wildbestand, wenn überhaupt, dann nur geringfügig reduziert werden müsste. Ja, kann man sich wunderbar kloppen. Das ist jedenfalls Stand der Diskussion. Und ich werfe dauernd dieses Teil hier runter. Das ist ein Clip, mit dem man irgendwelche Bilderrahmen festmachen kann. Ich weiß gar nicht, warum der hier rumliegt. Egal, der nervt jedenfalls. Der ÖJV hat sich also jetzt zu diesem Thema ebenfalls geäußert und vertritt die relativ einfache Position. Naja, also Fuchs einfach so abschießen, damit er weg ist, halten wir für Unsinn. Fuchs abschießen im Winter, damit man ein tolles Fuchsfell bekommt, kann man schon mal machen. Fuchs abschießen irgendwo, wo es notwendig ist, weil er an bestimmten Punkten, standortabhängig, ja, nicht deutschlandweit generell, sondern standortabhängig an bestimmten Lebensräumen und an bestimmten Ecken der Bundesrepublik tatsächlich ein Problem für bedrohte Tierarten darstellen kann. Dort dann eine intensivierte Fuchsbejagung punktuell durchzuführen, halten sie ebenfalls für sinnvoll. So, dass Letzteres auch wirklich sinnvoll ist, ist unbestritten. Ja, das sagt auch der Jagdverband, das sagt der Ökologische Jagdverband, das sagt auch die Wissenschaft. Da sind sich eigentlich alle einig. Was den Rest der Fuchsbejagung angeht, da muss man sich halt eben kloppen. Beziehungsweise außer Peter. Peter sagt das egal, überall grundsätzlich Fuchsbejagen grundsätzlich böse. Ja? Also da gibt es nur Schwarz und Weiß. Entweder ist es böse oder es ist nicht böse, und da es böse ist, muss man es grundsätzlich sein lassen. Ne? Das war also die Position des ÖJV, relativ einfach erklärt. Und der DJV, der hat jetzt natürlich auch seine entsprechende Position. Generell ist er für die Fuchsbejagung. Das soll auch der Gesunderhaltung der Fuchspopulation selber dienen, weil eine unkontrollierte Ausbreitung der Fuchspopulation dann dazu führen würde, da sind sich auch alle Beteiligten einig, dass früher oder später irgendeine größere Krankheit einsetzen würde, die dann sehr qualvoll die gesamte Fuchspopulation dahin vegetieren lässt. Sollte es zu so einer Epidemie dieser Fuchskrankheit, welche immer das dann auch sein mag, kommen, ist anzunehmen, und das ist auch gar nicht so unrealistisch, dass es potenziell möglich wäre, dass auch irgendwelche Haustiere davon angesteckt werden, insbesondere Hunde, die im Walde spazieren gehen, sind ja auch Kaniden. Und dementsprechend könnte es dann wiederum sein, dass da auch noch Haustiere drunter leiden müssten und sich das eventuell noch auf andere Tiere übertragen lässt. Und das ist alles gar nicht so falsch, ne? Um nicht zu sagen, sogar gar nicht mal so unrichtig. Jetzt kann man sich aber natürlich streiten, inwieweit ist es ethisch, das ist eine ethische Fragestellung, notwendig, nur damit nicht so viele Füchse elendig verrecken, sie vorher deutlich angenehmer, sagen wir mal vorsichtig, um die Ecke zu bringen, damit es dazu halt eben nicht kommt. Ist das notwendig? Muss das sein? Oder könnte man sagen, naja, das ist der Lauf der Natur, dass die halt bei Überpopulation dann alle elendig und hundsmiserabel vor die Hunde gehen, beziehungsweise vor die Füchse, je nachdem. Ist ganz normal, ein natürlicher Kreislauf der Natur, wenn man so will, ne? Das kann man auch sagen. Das ist wirklich eine ethische Fragestellung, muss jeder selber für sich beantworten. Aus Sicht der meisten Jäger ist es wohl so, dass man den Füchsen das nicht zumuten möchte oder zumindest sagt ihnen, das nicht zumuten zu möchten, und deshalb sie lieber vorher erschießt, bevor sie langsam vor sich hin verrecken. Also Sterbehilfe, wenn man so möchte. Da das Argument, die Natur reguliert sich selbst,
nicht zutrifft, weil es in Deutschland keine Natur, die sich selbst regulieren würde, gibt. Das ist nicht ganz falsch. Zumindest Teile der Natur sind völlig unreguliert, weil die entsprechenden Teile der Natur, die zur Regulation notwendig wären, einfach fehlen. Wir haben ja kein komplettes Ökosystem, sondern nur in Teilen vollständig. So, und das bedeutet, da wir ein künstliches Ökosystem geschaffen haben, muss dieses künstliche Ökosystem auch weiter bewirtschaftet werden und kann nicht sich selbst überlassen werden, ohne dass es dann völlig außer Kontrolle gerät. Das ist so ein Grundsatzargument, das die Jägerschaft grundsätzlich immer gerne bringt, um die Notwendigkeit der Jagd eben entsprechend herzuleiten. Ist nicht ganz falsch, ist auch nicht in allen Fällen ganz richtig. Das ist so ein ja schon, aber es kommt drauf an Argument. Ja? So, jedenfalls die Behauptung, dass der Fuchsbestand von alleine zusammenbrechen würde, wenn man ihn nicht bejagen würde, die ist sicherlich richtig, dass das früher oder später passiert. Das Problem ist nur, dass die Folge vorher eine massive Überpopulation mit Fuchs wäre, was dazu führen würde, dass der nichts mehr zu fressen findet, früher oder später, weil vorher bricht er nicht zusammen. Solange er noch immer weiter was zu fressen findet, bricht die Population nicht zusammen. Und dann würde er irgendwann auf alles Fressbare ausweichen, was irgendwie verfügbar ist. Und das bedeutet dann, dass man nicht wie bisher sagen kann, der Fuchs frisst primär Mäuse und ist eigentlich für die meisten bedrohten Tierarten kein größeres Problem. In den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Das würde dann auf keinen Fall mehr gelten. Und bei einer massiven Überpopulation des Fuchses wäre er auch für alle bedrohten Tierarten ein massives Problem, weil er sich dann wirklich gezielt, und der ist ja sehr anpassungsfähig, auf alternativ zu bekommende Nahrung wie Vogeleier von irgendwelchen Bodenbrütern in irgendwelchen Schutzgebieten, was wahrscheinlich wirklich massiv konzentrieren würde, wenn nichts anderes mehr da ist. Ja? Also kann man den natürlichen Exodus der Fuchspopulation aufgrund der Folgen, die das vorher hat, nicht wirklich wollen. Da bin ich voll und ganz beim DJV, das ist Quatsch. So. Die Bejagung des Fuchses erfolgt zum Schutz von Niederwild. Niederwild ist Rebhuhn, Haselhuhn, sonstige Hühner, Vögel, auch der Fasan, theoretisch der Auerhahn, theoretisch, ne, der ist ja jetzt so selten, dass der nicht wirklich eine Rolle spielt, auch der Hase, der Feldhase und solche Sachen. Ne? Der Fuchs holt sich hin und wieder die benannten Tiere. Das kommt vor. Die findet man dann manchmal, wenn man sie entsprechend untersucht, den Mageninhalt von erlegten Füchsen. Was haben die gefressen? Statistisch gesehen sind da auch diese Tiere dabei. Das ist aber nicht die Hauptbeute, sondern eine Nebenbeute. Hauptbeute sind tatsächlich, zumindest nach den älteren Untersuchungen, die mir zur Verfügung stehen, und wenn man sich die neueren anguckt, ich habe ein paar angeguckt, nicht alle, aber ein paar, kann man auf jeden Fall sagen, dass da kein großer Widerspruch zu erkennen ist. Hauptnahrung des Fuchses sind Mäuse und Regenwürmer. Im Herbst, wenn Beeren verfügbar sind, auch durchaus pflanzliche Kost oder auch Obst, was vom Baum gefallen ist, also entsprechend Streuobstwiese. Hin und wieder wird auch gerne mal größeres Wild, Reh, Wildschwein, theoretisch auch Schaf, wenn er rankommt. Oder auch, das spielt auch in sehr vielen Fällen eine Rolle, insbesondere bei Füchsen, die nah an Ortschaften leben. Inzwischen hat das wieder abgenommen, weil es kaum noch Hühnerhalter gibt, aber zumindest früher war das Märchen vom Fuchs, du hast die Gans gestohlen, durchaus ganz zutreffend, weil die wirklich sehr clever und sehr gut darin sind, auch mal in den Hühner- oder Gänse- oder sonst was Stall einzubrechen, um sich da irgendwelches Federvieh zu holen. Also man hat bei wirklich erstaunlich vielen Mageninhaltuntersuchungen von Füchsen, Moment, vielleicht finde ich sie hier irgendwo, 12% Ferkelreste, 6% Schafreste, Vogelreste gefunden, genau. 1500 Fuchslosungen hat man untersucht, also Fuchshäuflein, und hat in 14% von diesen 1500, also so circa 200 etwa, hat man Vogelreste gefunden. Also sprich, möglicherweise bedrohte Tierarten. Ja? Vögel sind ja durchaus, muss man immer vorsichtig sein, sobald da Vogelreste im Spiel sind. Aber von diesen 200 Kotproben mit Vogelresten waren in 75% der Fälle, also sprich in 150 von den 200 Kotproben, waren die Vogelreste Hausvögel. Na?
Also Huhn, Gans, sowas in der Richtung. Vielleicht auch ein Kanarienvogel, der irgendwie im Garten nicht schnell genug weggeflogen ist, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall Hausvögel und keine bedrohten Wildtiere. Also bleiben bloß von 1500 Kotproben 50 Kotproben übrig, in denen man tatsächlich Wildgeflügel gefunden hat, wenn man so möchte. Und ich denke, dass sich an dieser Zahl gar nicht so viel geändert haben wird, weil die Wildvögel haben abgenommen. Und der Fuchs ist ein ausgesprochener Nahrungsopportunist und frisst immer das, was am besten und einfachsten zu kriegen ist. Der hat da keine besonderen Vorlieben. Und wenn jetzt die Vogeldichte abnimmt, was zum Teil vielleicht am Fuchs gelegen sein mag, mag sein, dann wird es immer schwieriger, einen Vogel zu kriegen, weil wenn da weniger da sind, dann können sie sich auch besser verstecken und dann ist einfach die Chance, dass sie einen Vogel entdecken, der gerade fressbar ist, relativ gering. Ne? Die noch da sind, haben meistens einen Grund, weshalb sie noch da sind. Das heißt, sie sind eher die aufmerksamen Exemplare ihrer jeweiligen Gattung und Art. Das heißt, es ist eher anzunehmen, dass das Vögel bei der Fuchsbeute keine große Rolle in Zukunft spielen werden. Einfach aufgrund dessen, weil wenn weniger da sind, kann er auch weniger fressen. Andererseits nimmt der Fuchs dann auch wieder zu, eben seiner Populationsdichte, und dann könnte er dann wieder schon auf die Vögel entsprechend gehen. Jedenfalls ist aus den wissenschaftlichen Daten bis 2000 nicht unbedingt abzulesen, dass im durchschnittlichen Fuchsbestand in einem Wald in Südwestdeutschland, darauf bezieht sich hier mein Buch, nennenswerte Schäden an bedrohten Vogelarten durch den Fuchs verursacht worden sind. Ja? Jetzt ist momentan die Fuchspopulation zwar nochmal höher, auch die Jagdstrecke hat entsprechend zugenommen, weil es auch einfacher ist, Füchse zu schießen, wenn mehr davon da sind, aber wir können immer noch nicht in den allermeisten Fällen wirklich nachweisen, dass so ein durchschnittlicher Waldfuchs, wichtig, durchschnittlicher Waldfuchs, einen negativen Aspekt auf irgendwelche bedrohten Tierarten in irgendeiner Form hätte. Also das Argument, Füchse müssen bejagt werden aus Schutzgründen, das ist kleinräumig sicherlich richtig, aber das ist generell sehr schwach, sehr, sehr schwach. So, anders als Peter macht der DJV sehr wohl Quellenangaben und weist auf wissenschaftliche Studien hin, die eben ihre Thesen untermauern sollen und die gibt es auch, aber interessant ist, wenn man sich die alle anguckt, dann geht es jeweils um bestimmte Lebensräume, wo der Fuchs massiven Schaden an bedrohten Tierarten anrichtet. Das sind zum Beispiel irgendwelche bodenbrütenden Vögel an der Küste. Ja? Das ist nicht der gemeine Waldfuchs. Also könnte man schon einschränken, dass man an besonderen Vogelschutzgebieten sehr wohl eine Fuchsbejagung durchführen müsste, zum Schutz der dort lebenden Vögel. Im stinknormalen Wald hingegen nicht, weil da fängt er Mäuse. Da kriegt er keine Vögel, weil die hocken auf dem Baum. Ja? Das wird dann schwierig für den Fuchs. So ungefähr legt sich die Wissenschaft dar. Und das entspricht in diesem Fall zumindest auch ziemlich genau der Argumentation vom ÖJV. Den möchte ich dahingehend wirklich beipflichten, dass eine Fuchsbejagung kleinstandortlich da, wo sie wirklich eine Bedrohung für seltene Tiere darstellen, eben halt sinnvoll ist. Ja? Ob im Winter eine Bejagung sinnvoll ist, nur wegen dem Fell, das muss jetzt wirklich, das ist wieder so eine emotionale Frage. Es ist auf jeden Fall genug Fuchs da und der Fuchs kann bejagt werden. Ob er muss, das ist eine andere Frage, aber kann auf jeden Fall. Ja? Es spricht so gesehen im Sinne von Artenschutz für den Fuchs nichts dagegen, den Fuchs weiter zu bejagen. Der ist derartig viel vorhanden, dass jeder geschossene Fuchs für die Population in keinster Weise in irgendeiner Form irgendeinen Nachteil bedeutet. So, und wenn jetzt im Winter sich ein Handelszweig für Fuchsfell ergibt, dass es Leute gibt, die gerne mit dem Fuchsfellmantel rumlaufen möchten, was meines Wissens keiner möchte, aber theoretisch, ne, dann könnte man schon eben diesen Wirtschaftszweig abschöpfen und tatsächlich Füchse, die primär im Winter schießen, um dann eben mit Fuchsfell Handel zu betreiben. Ist wie mit Wildfleisch Handel zu betreiben, ist ein gutes Bioprodukt, ressourcentechnisch sehr effizient und ein Fuchsfellmantel wäre sehr, 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 sehr nachhaltig. Ja, das ist so. Das ist so. Das mag man jetzt furchtbar finden, insbesondere Peter wird mir jetzt mit beiden Backen ins Gesicht springen. Pelzmantel! Ah! Aber das geht schon. Ja? Blöd ist halt, einen Fuchs im Sommer zu schießen, denn man kann nur den Winterpelz vom Fuchs wirklich verwenden. Der Sommerpelz ist nicht brauchbar, da kannst du nichts mit machen. Wenn du also im Sommer einen Fuchs schießt, dann kannst du hinterher in der Tonne entsorgen. Und das ist schon im Sinne der Nachhaltigkeit und der Ressourcennutzung ein bisschen grenzwertig.
ethisch gesehen sowieso. Einen einfach nur so zu erschießen, weil er zu viel angeblich ist, was man halt eben nur schwer beweisen kann, wenn überhaupt, eigentlich gar nicht. Man kann es diskutieren und man kann dann eine Meinung haben. Beweisen kann man hier sicherlich nichts in dieser Diskussion. Dann hier kaum Geburtenkontrolle durch natürliche Prozesse. Ja? Also soll heißen, wenn man den Fuchs nicht bejagt, argumentieren Gegner der Fuchsbejagung damit, dass dann eine natürliche Geburtenkontrolle innerhalb der Fuchsgruppen einsetzen würde, dass ich also automatisch bei, okay, unsere Gruppe ist schon voll, wir finden nicht mehr ganz so viel zu essen, wir müssen weniger Jungtiere produzieren, dass sich das automatisch einstellt. Das ist zwar richtig, das passiert auch, aber nicht in einem Ausmaß, das notwendig wäre, damit die Population bald wirklich zu ihrem Maximalpunkt kommt und dann nicht weiter ansteigt. Das wird so schnell nicht passieren. Das ist gut untersucht, da haben sie auch gute Quellen dazu angegeben, der DJV, und da haben sie auch schlicht und ergreifend recht. Also wenn Peter keine alternativen Quellen kennt, die das Gegenteil behaupten, würde ich hier ganz eindeutig sagen, aus der wissenschaftlichen Sicht stimmt das. Ja? Also eine natürliche Geburtenkontrolle, die Population wirklich bald in eine gewisse kontrollierte Größe überführen würde. Argument für die hohe Fuchsdichte, weshalb sie ja bejagt werden muss, weil sie unnatürlich hoch ist. Wir haben in das System der Fuchspopulation massiv eingegriffen, als wir die Tollwut gekillt haben. Ja? Damit haben wir also die Fuchspopulation wirklich massiv angehoben, um teilweise das Fünffache, da gibt es entsprechend schöne Zahlen, die auch wirklich hundertprozentig wasserdicht sind, regional um das Fünffache zur vor der Tollwut-Schluckimpfung. Und das ist schon, da kann man sich schon Gedanken machen. Ne? Und das war ein völlig nicht natürlicher Eingriff und hatte nichts mit der natürlichen Entwicklung zu tun. Man hat also damit jetzt eine komplett nicht natürliche Fuchspopulation, zumindest von der Dichte her. Kein schlechtes Argument, wie ich finde. Ja? Also ich finde, das ist ein gutes Argument, aber da kann man sich streiten. Tatsache ist, es ist so. Ja? Ob man jetzt sagt, dann lassen wir wenigstens jetzt der Natur freien Lauf und machen nichts mehr, oder ob man jetzt sagt, gut, jetzt haben wir es eh schon verbockt, jetzt müssen wir auch managen, das muss jeder selber wissen. Ja? Und das Argument, dass eine Bejagung zu unkontrollierter Fortpflanzung der Füchse führen würde, dem widerspricht eben der Deutsche Jagdverband vehement und meint, das Einzige, was für das Wachstum der Fuchspopulation verantwortlich ist, ist die Verfügbarkeit von Nahrung und Verfügbarkeit von Lebensraum. Beides hat zugenommen, deswegen steigt auch die Fuchspopulation. Dass die Fuchspopulation massiver bejagt wird, hat sie bestimmt nicht noch größer gemacht. So die Argumente der Jagdlobby. Ne? Das mag stimmen, das mag vielleicht auch nicht stimmen. Hier ist einfach die Forschungslage noch nicht eindeutig genug, wie sich das genau beim Fuchs verhält. Wie gesagt, beim Wildschwein wissen wir, Bejagung bis zu einem gewissen Grad, zumindest gibt es davon sehr valide Quellen, davon ist fast auszugehen, nur bis zu einem gewissen Grad, die nicht massiv erfolgt, ist nicht in der Lage, die Wildschweinpopulation dauerhaft abzusenken. Ja, das heißt, wir müssen Wildschwein schon wirklich massiv bejagen, sonst klappt es nicht. Weil ein bisschen bejagen nur die Reproduktionsrate erhöht. Das ist tatsächlich so. Ja? Die werden nicht unbedingt gesünder dadurch, die Schweine, und es werden nicht unbedingt bessere Schweine, aber es werden mehr Schweine. Jo, das waren im Wesentlichen alle Argumente. Also, ist Fuchsjagd jetzt notwendig in Naturschutzgebieten, die dem Vogelschutz dienen? Ja, weil da gibt es wirklich super valide Studien, an denen kannst du einfach nicht zweifeln, die genau belegen, dass da bis zu 80% der Nester der Bodenbrüter zum Teil vom Fuchs geplündert worden sind. Also geplündert worden sind, und da wird mit höchster Wahrscheinlichkeit der Fuchs der Schuldige gewesen sein. Es könnte auch ein Iltis zum Beispiel noch eine Rolle gespielt haben, aber da der Fuchs wirklich damit Abstand massenmäßig häufigste Räuber ist, der bei uns im Wald so rumrennt, ist es einfach anzunehmen, dass er tatsächlich in diesem Zusammenhang auch eine Rolle gespielt haben wird. So. In dem Fall Fuchsbejagung auf jeden Fall. Ja? Eine Alternative gibt es nicht. Fuchs vergiften will hoffentlich keiner. Fuchsbaubegasung hat man mal versucht. Als die Tollwut am schlimmsten wurde, sollte der Fuchs schnell weg. Und deswegen hat man eben entsprechend Gas in die Fuchsbaue eingeleitet. Damit übrigens auch den Dachs gekillt. Aber viel gebracht hat das im Endeffekt auch nicht.
Und durch die Schluckimpfung, die dann eingesetzt wurde, können wir inzwischen angstfrei in den Wald gehen. Zumindest was das Risiko an Tollwut zu erkranken angeht, besteht das eigentlich fast nicht mehr. Ne? Ich sage jetzt fast, weil in einem von einer Million Fälle wäre es vielleicht eventuell nochmal irgendwann möglich, aber es ist halt so unwahrscheinlich geworden, dass es wahrscheinlicher ist, dass mir jetzt hier im Keller eine Kokosnuss auf den Kopf fällt. Ihr kennt mein Kokosnussbeispiel. Gut, jedenfalls, das ist es im Wesentlichen gewesen, ja. Es gibt Pro-Argumente für die Bejagung von Füchsen, die ihre Berechtigung haben. Eine Bejagung von Füchsen stellt zumindest ökologisch gesehen in keinster Weise irgendwie eine bestandesbedrohende Ausübung schlimmer Dinge dar. Ja, das kann man nicht sagen. Es ist eine Art, die derart sich überreproduziert und eine derart hohe Reproduktionsquote hat, dass man sie nachhaltig nutzen kann. Ob man das tun sollte? Man kann. Ist es unbedingt notwendig? Sicherlich nicht, wenn es nicht um Schutzgebiete geht, aber vielleicht dann doch irgendwann, das muss ich zeigen, das müsste man dann wissenschaftlich eben entsprechend nachvollziehen, ob nicht eine massive Fuchspopulation, die sich dann irgendwann einstellt, in der Lage ist, auch außerhalb von Schutzgebieten bedrohte Tierarten entsprechend zu bedrohen. Und in dem Fall müsste man dann die Fuchsjagd spätestens dann wieder einsetzen bzw. ausweiten. Ja. Die meisten Jäger in der Praxis machen es so, dass sie Fuchs als Gelegenheitstreffer sozusagen mitnehmen. Ja? Also wenn sie auf Ansitz sitzen und es läuft ein Fuchs vorbei und sie meinen, sie könnten mal wieder einen Fuchs schießen, dann tun sie das. Aktiv Jagd auf Fuchs machen, also wirklich rausgehen in der Hoffnung oder mit der Absicht, einen Fuchs zu erlegen, das tun nur die allerwenigsten. Das ist der Stand der Dinge. Gut, länger geworden als erwartet. Oh shit, ich muss los. Tschüss. Und ich hoffe, ihr seid jetzt informiert. Jetzt habe ich ganz vergessen, noch ein Fazit vom Fazit zu sprechen. Und zwar, Fuchsbejagung, muss die jetzt nun sein, ist die sinnvoll oder eben nicht? Und da müssen wir unterscheiden. A, in Schutzgebieten, da sinnvoll, wenn da entsprechende Tiere sind, die vom Fuchs gefressen werden könnten und selten sind. B, im Winter zur Pelzgewinnung, in dem Umfang, wie man Fuchspelz halt braucht. Wenn es dafür immer noch keinen Markt gibt und sich auch kein Markt etabliert, dann muss man das auch nicht machen, außer man will selber einen schönen Fuchsfellmantel haben oder was auch immer, oder eine Fuchsfelldecke oder je nachdem, was der Jäger halt haben möchte. Und dann gibt es noch C, die Situation im Sommer, den Fuchs zur Bestandesregulierung abzuschießen. Da wäre ich dagegen, das halte ich für sinnlos, weil dann kommt er auf den Müll und das ist Quatsch. Und deshalb in den allermeisten Fällen gegen Fuchsbejagung wenige Ausnahmen sind aber zulässig und machen auch Sinn dann, meiner Meinung nach. So, aber jetzt wirklich tschüss.